Wieso ist denn mein Stream neu gestartet? Oh ne, kackt jetzt das Internet ab? Ich bin noch live, oder? Ja. Ich bin aber mal raus für heute. Versuchen wir bei dem Lärm zu schlafen. Okay, Mario. Bis dann, bis dann. Achso, ich wollte auch nicht mehr so lange machen. Ja, was ist denn das hier? Bonfire? Was? Ludis Grab. Isuke der Ziegel. Rückkehrer bekämpfen. Stufe 3. Ertrunken. Junge, das Wasser geht hier bis zum Knöchel. Wie kann man denn hier ertrinken? Wer ist denn da? Wer ist denn das? Hey, bist du ein Freund? Hallo? So, nein, er ist kein Freund. Jui. Junge. Kann aber auch wütend werden hier. Ja, träumen wir schön. Das ist nicht gut. Hey, Freundchen, ja? Da wollen wir nicht so übermütig werden. Pirat! Links, Quote? Was? Pirat L-Quote? Lederkurz? Oh, ich habe einen Schoko-Becher-Gerät gefunden. Och, je. Okay. Ein Armschutz. Dünne Lederhandschuhe, die nur wenig Schutz bieten. Da jedoch die ganze Hand bis auf die Fingerspitzen nur mit leichtem Material bedeckt ist, bieten sie eine hervorragende Bewegungsfreiheit. Ja, besser nichts als gar nichts, ne? Warte, besser nichts als gar nichts? Ne, besser das als gar nichts. So rum. Elixier. Spirituelle Medizin, die sofort nach der Einnahme Gesundheit wiederherstellt. Angeblich wird sie von Kodama-Baumgeistern aus Nüssen und Samen hergestellt. Doch die genaue Herkunft kennt niemand. Sie wirkt nur bei Personen mit spiritueller Stärke. Kenner schätzen sie für ihren ungewöhnlich bitteren Geschmack. Ja, ich bin nicht so der Fan von bitter, aber wenn es mein Leben rettet, warum nicht? Ja, okay. Gute Nacht. Warum muss diese fucking Werbung immer so laut sein? Werbung? Oh, ich habe schon wieder ausgelassene Frames. Ja, ich glaube, ich sollte langsam mal Feierabend machen. Irgendwie möchte mein Internet nicht mehr so richtig, habe ich das Gefühl. Was? Fußsoldat M. Foto. Was heißt denn das? Ist das Medium, leicht und vielleicht noch schwer? Das hat auf jeden Fall mehr unbegrenzte Munition. Was? Was machst du hier? Stopp. Unbegrenzte Munition? Ganz gleich, wie viele Pfeile, Kugeln, Patronen du verschießt. Dein Vorrat ist einfach unerschöpflich. Plus 1,5%. Okay. Schaltwerk hier. Ich glaube, ich bleib erstmal bei den leichten Sachen, oder? Ah, ich kann verstehen, warum er ertrunken ist. Er hat hier gegen den Typen gekämpft und ist dann hier wahrscheinlich runter. Ja, genau so. Ist dann hier wahrscheinlich runtergefallen. Ah, ja. Ich verstehe schon. Ja, und deine Liebste wartet auf dich. Ja. Ich gehe gleich mit Naya ins Bett. Da sitzt noch einer. Bist du freundlich? Natürlich nicht. Alter. Junge. Matrosenhemd, ein Leinenhemd. Es ist luftig und trocknet schnell. Es eignet sich daher hervorragend für das Leben an Bord eines Schiffes. Lange Fahrten auf hoher See haben stellenweise ihre Spuren hinterlassen.
Ein dünner, schmuckloser Brustpanzer aus überlappenden Eisenplatten dieser Art der Ausrüstung wurde in großer Menge für gewaltige Schlachten produziert. Die Funktion ist hier deutlich wichtiger als das Aussehen. Ein bisschen abgenutzt, aber es geht noch. Das geht schon, das sieht schon ganz schick aus. Wie kämpft man überhaupt mit dem Ding? Die Ausdauer man einfach braucht. Okay. Achso. Ja gut. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen. Hoppala, hoppala. Oh, das nehme ich auch noch mit. Verteidigung. Warum soll ich mich jetzt verteidigen? Munition. Bin ich irgendwo der Schrein? So. Oh, verstecktes Wörtchen. Ja, man merkt, dass Naya noch wach ist. Luft muss mal raus, ja. Schön, danke. Dadurch kann ich gleich umso besser schlafen, ne? Das sind schon wieder zweimal. Na gut, Leutchen, na gut. Speichert er automatisch? Setz mich hier nochmal ran. Muss ich hier beenden? DLC-Gegenstände abholen. Ah, ich habe mir ja die komplette Edition geholt, ne? Du hast die folgenden Gegenstände erhalten. Fujin-Helm und uralter Text Fujin-Helm. Okay. Okay. Ich habe bereits alle Gegenstände. Verstehe. Ja, das war ein kräftiger Doppelfurz, Naya. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Ich hoffe, du bist stolz auf dich. Wow. Oh, you touch my tralala. my ding ding dong. Oh. Da hat er mich aber schnell rausgeschmissen. Nee, bin ich gar nicht. Ja. Wo ist die Musik? Sekunde. Ah, so, Leute. So, so. Tralala. Oh, Alter, knackt alles an meinem Körper. Uiuiui, ich werde auch nicht jünger. Hast du gehört? Naja, beeil dich, ich werde nicht jünger. It's time to say goodbye. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja. Genau das nämlich. Naja, beeil dich. Oder willst du mich auf dem Friedhof heiraten?
So, mal gucken, wer ist denn noch auf Twitch online? Kann ich jemanden raiden? Um die Uhrzeit? Hä? Arti ist noch live. Nanako. Arti ist noch live. Ah, oh, sehr interessant. Der weiß auch nicht, wie man schläft, ne? Na gut, ich schicke euch dann mal rüber zu Arti. Zu Arti Torias. Er spielt nämlich gerade Divinity. Original Sin 2. Hieß das so, ne? Ja. Schnell reinglotzen. Vielleicht hört. Nein, er hört noch nicht auf. Ah, er ist an der Stelle mit den zwei Krokodilen. Das habe, daran kann ich mich auch noch erinnern, ja. Und ich bin seit 2 Monaten dabei. Oh, toll. So, Leute. Ich würde sagen, wie raidet man denn nochmal? Ausrufezeichen? Nee, Slash, ne? Raid? Raido. Wieso habe ich keine Benachrichtigung bekommen? Was? Bei dir gleich im Bett? Das wäre zu gruselig. Was? Bei dir gleich im Bett? Meinst du das heiraten? Oh nee, keine Sorge. Naja, und ich mache im Bett ganz andere Sachen. Wieso habe ich keine Benachrichtigung bekommen? Wofür? Womit? Weshalb? Was ist passiert? Worum geht's? Raid? Was wollte ich machen? Achso, genau. Sir Art O-R-I-I-A-S. Ne? Werde Leito noch einen Besuch abstatten. Oh, Tigery. Was ist denn da los? So, Streamo, Raido Stato. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabeisein und schlaf gut und träum was Schönes. Ah, Luki, auch noch da. Ja. Ja, schlaf gut, träum was Schönes. Lasst euch morgen die Nacht nicht zu. Den Tag nicht zu anstrengend werden, so wie ich. Schnell einkaufen, diesen blöden Corona-Test machen. Und dann zum Sommerfest zu gehen. Oh, Chrom ist auch noch da. Hallöchen. Und Schüsschen, mein Husbando. Na. Schlaf, Leute, schön. Ja, gute Nacht und schlaf schon. Wo ist der Raid-Timer? Da oben. Gut, also dann, Leute. Ihr habt euch wohl. Bis dann. Ich hab euch alle ganz doll lieb.